Mit unserem Materialpaket zur Verkehrserziehung kannst du ganz einfach Szenen aus dem Straßenverkehr für den Sachunterricht nachbauen. Das Materialpaket kannst du dir mit dem Worksheet Crafter Version 2018.3 und höher holen. Die Cliparts sind schon in der Reihenfolge angeordnet, wie du sie benutzen solltest. Du fängst also mit Straßen und Gebäuden an. Sie bilden die Grundquadrate für eine Szene. Für dieses Paket haben wir eine praktische neue Funktion eingebaut. Viele Bilder rasten an den passenden Stellen zueinander ein, zum Beispiel die Straßen und Gebäude. Ziehe dafür einfach das Grundquadrat auf das Arbeitsblatt. Ziehe es dann an die gewünschte Stelle und es rastet automatisch ein. Nach den Straßen und Gebäuden kommen die Straßenmarkierungen. Auch sie rasten an der richtigen Stelle ein. Du kannst jedes Clipart spiegeln, wenn du es in einer anderen Ausrichtung brauchst. Jetzt kommen Verkehrsschilder und Ampeln. Auch die Ampeln spiegelst du, wenn sie in eine andere Richtung zeigen sollen. Erst am Schluss benutzt du die verschiedenen Fahrzeuge und Menschen. Du findest sie in zwei Bewegungsrichtungen und manchmal noch zusätzliche Farbvarianten. Dennoch musst du für die passende Ausrichtung gegebenenfalls noch spiegeln. Zu guter Letzt gibt es einige Deko-Elemente, mit denen du deine Szene verschönerst. Mit den folgenden Tipps klappt das Basteln von Verkehrsszenen besonders gut. Am besten baust du eine Szene von hinten nach vorne, also von weit weg zu nah dran. Dann passt die Anordnung von Anfang an sehr gut. Falls sich die Bilder doch mal falsch überlagern, ist das gar kein Problem. Klicke im Clipart-Menü einfach auf Ebene ändern. Aus dem letzten Update kennst du schon die Gruppierungsfunktion. Die lässt sich in diesem Materialpaket prima anwenden. Ziehe mit der Maus einen Rahmen um die Bilder. Wähle im Kontextmenü Gruppieren aus. Jetzt kannst du alle Cliparts zusammen bewegen. Die einzelnen Bilder kannst du wieder bearbeiten, wenn du die Gruppe aufhebst. Wenn du mehrere Bilder vergrößern möchtest, verwendest du auch die Gruppierungsfunktion. Mach das aber erst, nachdem du alles fertig gebaut hast. Danach ist es schwierig, noch etwas anzubauen, weil die Größen dann nicht mehr passen. Die Größen der Bilder sind nämlich alle schon so eingestellt, dass sie gut zusammenpassen. Der einzelne Pfosten ist zum einen für die Fußgängerampel da, falls du sie nicht an einer Autoampel befestigen willst. Zum anderen kannst du damit fehlende Verkehrsschilder ergänzen. In der Materialbörse gibt es das Eulenpaket Verkehrszeichen Deutschland. Ziehe einfach ein Schild auf den Pfosten und passe es anschließend in der Größe an. Das leere Schild kannst du beliebig verwenden und mit Text oder Symbolen gestalten. Ziehe es zum Beispiel vor ein Gebäude. Danach legst du ein Textfeld darauf und beschriftest so das Schild. Wie immer kannst du mit gedrückter Alt-Taste pixelgenau verschieben. Wenn du auf der Suche nach weiteren Figuren oder Deko-Elementen wie Bäumen bist, schau mal in andere Materialpakete. Besonders eignen sich die Pakete Bäume oder Verben, die du in der Materialbörse findest.
Im Materialpaket Verkehrserziehung findest du auch ein halbtransparentes Nachtclipart. Damit verdunkelst du eine fertiggestellte Szene. An den Ecken kannst du das Bild wie gewohnt vergrößern und verkleinern. Ist dir der Effekt noch nicht stark genug, legst du einfach noch eine Schicht Nacht darüber. Verwende den Nachteffekt erst, wenn du mit einer Szene fertig bist. Bestimmt hast du schon einige Ideen im Kopf, für welche Aufgaben sich dieses Materialpaket in deinem Unterricht eignet. Hier stellen wir dir ein paar vor. Wer verhält sich falsch? Bei solchen Aufgaben können deine Schülerinnen einkreisen oder durchstreichen, wer sich falsch im Straßenverkehr verhält. Die richtige Reihenfolge finden. Hierfür machst du am besten kleine, simple Straßenszenen mit nur ein oder zwei Grundquadraten. Übungen zum Verständnis von einzelnen Verkehrsschildern. Hier kannst du wieder prima die Cliparts aus dem Verkehrszeichenpaket nutzen. Aufgaben zum Ausmalen. Dafür nimmst du wie immer die Umrissbilder. Zum Beispiel hier in Kombination mit dem Nachtclipart, um mit deinen Schülerinnen die richtige Kleidung im Straßenverkehr zu lernen. Oder du lässt die Kinder Schilder ausmalen, wie hier. Eine Wegbeschreibung darf natürlich nicht fehlen. Hier haben wir das Ganze noch mit einer Ausmalaufgabe kombiniert. Für Wegbeschreibungen sind vor allem die verschiedenen Gebäude und Gebäudeschilder nützlich. Wir hoffen, dass du mit diesem Materialpaket genauso viel Spaß hast wie wir. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an uns wenden.